Ich fände es einfach cool, wenn wir als erstes Frauenteam der Eintracht auch einen Pokal holen könnten. Und ich finde, das würde super zu dem Verein auch passen irgendwie. Eintracht und Pokalfinale, es ist ja so eine ganz spezielle Historie. Und mich freut total, dass wir da anknüpfen können. Ich denke eigentlich, die Underdog-Rolle schadet nie. Und ich glaube, wir können uns auch da sehr mit identifizieren. Gerade nach so einer Saison, die für uns ja auch sehr schwierig war, ist für uns das Pokalfinale auch einfach ein Riesen-Highlight. Und ich glaube, dass ist auf jeden Fall auch immer ein Vorteil, weil Nervosität muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Ich glaube, Wolfsburg ist einfach eine Mannschaft mit einer sehr hohen Qualität und die spielen einfach unglaublich flexibel und facettenreichen Fußball, womit wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan haben. Aber ich glaube, wir haben dann so ein bisschen gewusst, okay, wie stehen wir? Man muss auch defensiv einfach sehr kompakt stehen gegen so eine Mannschaft. Wir haben schon oft gegen Wolfsburg gespielt in den letzten 2,5, 3 Jahren. Und so nah dran waren wir eigentlich noch nie. Und das lässt auf jeden Fall hoffen, dass wir Sonntag noch ein bisschen näher dran kommen können. Ja, ich glaube, es wäre vor allem auch für die Mannschaft schön, für die Spielerin, sich nach so einer Saison auch zu belohnen. Und ich glaube, man hat das ganze Jahr über gesehen, was wir können, haben es aber nicht oft genug geschafft, uns dafür zu belohnen. Und so ein Pokalsieg wäre natürlich, das würde natürlich zeigen, was wir drauf haben und wir auch eine Motivation haben für nächstes Jahr. Ich glaube, wir haben alle schon reflektiert dieses Jahr, aber wir wissen auch, was möglich ist. Und ja, das wäre natürlich, das wäre das, also das wäre das Highlight, wenn wir das schaffen würden.